Wie Sie sehen, LTE von Vodafone, da haut's einen von den Socken. Herr Oberrat, was sagen Sie? Ich bin fast weggeweht worden. So schnell ist das, ja. Aber jetzt. Das Ganze ist also unten ein Keyboard-Dock und hier oben mit dieser Taste kann ich das entriegeln und dann den Bildschirm entnehmen und als klassisches Tablet nutzen. Wir zeigen Ihnen hier schon einen ersten Eindruck. Am Anfang einen kleinen Speedtest, um zu sehen, wie schnell die Datenübertragung im 4G-LTE-Netz von Vodafone ist. Das ist im Prinzip die Funktion, dass ich per Datenverbindung zum normalen Anruf die Kamera hinzuschalten kann. Es ist aber nicht nur die Kamera, die hinzugeschaltet werden kann, es kann genauso noch zum Beispiel eine Datei versendet werden und alle Joint-Funktionalitäten eigentlich während des Anrufs, des ganz normalen Anrufs durchgeführt. Ja, hallo, was wir gerade in Großaufnahme gesehen haben, ist der Android-Client zur neuen Vodafone Cloud, die wir jetzt hier zur IFA auch präsentieren, live geschaltet vor etwa einer Woche. Die LTE-Box 904 ist brandneu, ist seit gestern jetzt in der Auslieferung, also wirklich ganz top aktuell. Ersetzt unsere bisherige Hardware im Festnetzbereich, die Easybox 803 plus die Turbobox. Also bisher haben wir zwei Geräte ausgeliefert, die noch miteinander zu verkabeln waren und die wesentlich weniger leistungsfähig waren als die neue Gerät.